Servus Leute und willkommen zurück bei der Crew mit guten LP. Yo, ich sehe dich übrigens gerade nicht, du bist bei mir unter mir. Ja, du bist auch unter der Erde, wieder mal. Und oben um mir ist ein Helikopter. Jetzt überhole cool. Ich dich gleich. Na, ich komme an dich nicht ran irgendwie, gerade. Obwohl du mehr Autopunkte hast jetzt mittlerweile. Ja, aber du holst Distanz auf. Das schaut zwar urkomisch aus, mit der Distanz. Oh nein, mich jetzt dreht. 360. Das gerade ein bisschen laufen hier, also so 270, 280 gehen kann. Du holst die Monumente und sowas gar nicht, oder? Jetzt. Nicht beim Fahren so. Okay. Wenn ich ein Navi-Ziel habe, dann konzentriere ich mich meistens darauf. Ja, das wäre ja ein... Hey, wir müssen rechts. Bist du eh rechts gefahren? Vorher bist du rechts gegangen. Ah, ich fahre da was zusammen. Wenn ich mich nicht konzentriere, wie weit müssen wir denn? Oh, 6 Kilometer, okay. Ein ganz schön breiter Weg noch. Aber ich glaube, so funktioniert es ganz gut, wenn ich nachher annehme, halt wenn der andere annimmt. Ja, aktuell hatten wir damit ja noch nicht so wirklich Probleme. Ich fahre so einen Scheiß zusammen. Boah, der liegt jetzt so richtig bretthart auf der Straße. Ist ein bisschen ungewohnt für dieses Auto. Ah, Slalom, kein Bock. Ich mach sowas cool. Schon. Ja, okay, der wird jetzt besser durch den Slalom gehen, aber immer noch nicht gut. Taugt das Auto nicht mehr. Hättest du da doch jetzt deinen kaufen sollen im letzten Part. Das, den Slalom habe ich sogar schon auf Gold gemacht. Oh, 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 voll durch die Luft. Der Slalom ist bei mir auf Gold. Oder Bronze zumindest. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Die wird bei mir gleich auch stehen. Ich bin jetzt gleich mal beim ersten rechts vorbei von wo ein Auto dort gewesen ist. Oh, ich beziehe Prügel. Boah, ich muss bremsen zwischen den Toren, sonst komme ich überhaupt nicht rum. Gescheißen. Na, und genau da kommt ein Auto. Genau bei dem scheiß Tor. Ja, jetzt ist der Cops auch noch. Ich hätte glaubt, dass ich das schön scharf noch. Ich habe nur Bronze wieder, glaube ich. Silber wird sich nicht ausgehen. Hast du Silber? Ich hab's nicht gemacht. Okay. Der fliegt eh nicht so gut, erfahrungsgemäß. Na, Polizei hat mich, glaube ich. So, wo bin ich hin? Ich warte auf dich wegen Story. Ja, ich bin noch 4 Kilometer entfernt. Angeblich. Du bist aber nur 3 Kilometer von mir weg. Verstehe ich jetzt nicht. Bist du direkt bei der Story schon? 500 Meter noch. Achso, okay. Ja, mich hat die Polizei da jetzt und mich jetzt zweimal jetzt zurückgesetzt. Boah. Ich schau, dass ich so schnell wie möglich fahre. Oder soll ich zu dir hinhüpfen? Bock hast? Du brauchst noch mehr Erfahrung. Also da kommt jetzt ein Geschwindigkeitsdingsbums oder was kommt da? Ich glaube, da kann ich so auch fahren. Gleich abkürzen. Hey, erinnerst du dich an die gestohlenen? Das Navi ist hier ein bisschen komisch, das will, dass du den Weg die Steilwände hochfährst. Okay. Hol ihn dir. Spring in die Landezone, hast du das gemacht? Ja. Ich wüsste nicht einmal, wo die Schanze ist, sehe ich gerade nicht. Habe ich auch nicht, nämlich nicht gesehen. Wenden steht bei mir. Ich glaube, man ist da falsch rum reingefahren. Ah, das kann sein, ja. Ja, wurscht, bitte, mach weiter. Was ist. Wo soll man da rauffahren? Bitte. Du sollst die Serpentinen nehmen. Wie gesagt, das Navi-Ziel. Nein, 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 da geht die Straße hinauf. Halt hinauf. Scheiße. Geh, komm, fahr rauf da. Der kommt nicht rauf. Der sagt mir jetzt links auf einmal. Ja, nimm einfach die Serpentinenstraße. Ja, super. Alter, ist das hier ein geiler Ausblick. Hier ist der Tagebaubagger. Auch wenn das keinen Sinn macht, so wie der sich bewegt. Weil im Endeffekt steht er mitten in der Grube. Die Wände sind hunderte Meter weg. Und okay. Der buddelt. Der buddelt gerade Luft. Aber ist schon ein Monster. Das haben sie eigentlich ganz cool umgesetzt. Ich bin gleich oben bei dir.
Meine Räder drehen nur durch die ganze Zeit. Fahr mal zu mir rüber, das ist interessant hier. Ja, mich dreht's nur da auf dem scheiß Schotter-Dings mit dem Auto. Ich wechsel gleich. Ich darf nicht einmal irgendwie Gas geben. Ich bin nur im Begrenzer drinnen die ganze Zeit. Oh, normal. Und ich komme überhaupt nicht um die Kurve. Bist du da raufgekommen? Ja, ja. Ich soll zu dir kommen, da links jetzt. Ah, hier links. Einmal gucken. Kommt hier zwar schon die Quest, bitte beeil dich und so. Danke. Sorry. Geiler Ausblick hier. Wow. Oder? Alter, der dreht sich nur im Kreis, oder was macht der da? Ja. Ja, aber sonst geil gemacht. Nur das Schaufelrad ist, glaube ich, ein bisschen klein. Dimensioniert. Boah, naja. Das geht eigentlich. So, dann würde ich sagen, nehme ich die Scheiße an. Boah, ich komme da im Berg nicht hoch, wenn ich um die Kurve fahre. 60 km/h. Durchdrehende Reifen. So, probieren wir es jetzt einmal aus. Jetzt wird er gleich sicher sagen, wir müssen das Auto wechseln. Halt, jetzt macht er doch, glaube ich, automatisch, oder? Ja, ja. Ja, wir haben schon umgewechselt. Auf unseren Geländegängigen. Ich hab den Autodieb. Der kann von mir aus krepieren. Ich will den Wagen. Übrigens, ihr tut den Wagen? Besser. Wollen wir? Wie soll ich denn den ausschalten? Mach, das ist idiotisch. Bisschen so. Dumm, ja. Danke. Der fährt sicher links. Ah, da kann man nicht durchfahren. Nein, der fährt geradeaus. Boah, ist das ein Idiot. Ich glaube, der fährt rechts. Links runter. Mann! Der fährt genau in das Bergbau-Dings hinein. Wir fahren unter den. In die andere Straße. Bin komplett abgekommen. Ja, ich komme nicht hinterher, hinter dem Scheiß. Boah, da sind nicht nur ein Bergbauer-Bagger, sondern auch die großen Hollies. Nein, der fährt da rauf, wo fährt der hin? Boah, der fährt Offroad jetzt, super. Na, Scheiße. Ich bin jetzt irgendwo im Berg. Ja, super, ich hab's auch verkackt. Glaube ich. Weil diversen Spieletests geschrieben haben, man sollte sich einprägen, wo die KI so lang fährt. Ja, sie fährt eh immer den gleichen Weg. Nur das Problem, was ich jetzt einfach habe, ist, dass ich dem gerade überhaupt nicht einfach. Da war doch mal ein Sprung, man. Du hättest auf ihn landen können, eigentlich. Hatte ich auch vor. Oh, der Bagger. So, den schießen wir jetzt ab. Nein, wieder vorbei. Der Telelader ist aber hier auch nur zum Nerven, oder? Ja. Yeah. So. Wie ist das? Ich habe immer ein bisschen berührt einmal, aber nicht viel. Ich fahr vorbei, ich komme nicht mehr. Wenn wir das auf Bronze schaffen, sind wir schon gut. Du bist erledigt. Nicht ganz so einfach. Das ist doch urschwer mit den. Aber der braucht nur noch einen Treffer, oder? Ja, ja, aber den müssen wir mal zusammenkriegen, den einen Treffer. Wie der die Kurven nimmt, das gibt's nicht. Was der Geschwindigkeiten zusammen hat. Nein, ich habe ihn getroffen, aber das hat nicht gereicht und mich jetzt aufgestellt. Oh, Scheiße. Kriegst ihn du noch? Einmal? Ich weiß es nicht. Bin ganz nah dran. Ja, ja, perfekt. Bam, perfekt. Den haut's voll durch die Luft. Er hat eingelenkt und ich habe quasi die andere Richtung. Ja, du bist von hingelenkt. Hinten reingefahren. Voll. Ich hab's eh gesehen. Ja. Hui. Ja, das war Bronze. Ich glaube, bestimmt nur Bronze. Silber. Ja, ich hab Bronze. Ich hab Silber. Das ist wahrscheinlich besser getroffen. Ja, aber ich habe ihm einmal. Achso, ja, da ganz am Anfang habe ich ihn mal getroffen. Relativ. Oh. Der wird wahrscheinlich 4 Punkte gebracht haben. Ja, okay. So. Jetzt haben wir das Auto zu ihm gebracht, obwohl es ein Totalschaden ist. Nimm, was du willst und lass mich gehen. Woher ist der Wagen? Was? Ich, gekauft. Von wem? Der Mann. Ich glaube, Judge, wir jetzt bearbeitet das schon. Hau jetzt ab. Und bleib weit weg. Hast du den miesen Dieb? Sorry, er ist entkommen. Gott verdammt! Jetzt müssen wir sicher zu Harry.
Ja. Als nächstes. Welches? Da vorne wäre ein Monument, das holen wir sicher, da kommen wir sonst nie wieder her wahrscheinlich. Ja. Wow. Sicher? Ja. Na Ahnung warum. Was mit der Frau zu tun haben, die bei ihm war. Okay. Ich grab weiter. Wow. Ich lieg am Dach. Ich muss aber sagen, die Story entwickelt sich jetzt nicht so schlecht. Also das ist so Ahnung für ein Rennspiel eigentlich. Jo, oh. Halt viel Story ist nicht vorhanden, sagen wir so. Ja, aber für ein Rennspiel doch relativ viel. Jo. So, ich hab das. Kaninchenbau. Kann man Blitzreise hinmachen. Mach mal. Jo. So, wo ist die? New York. New York. Nein, ich will nicht zu guten LB, ich will zur Kaninchenreise. Blitzreise. Ah, haben wir das Kaninchenbau nicht schon mal gehabt? Ganz am Anfang? Halt, das war ja das. Ich glaube, das ist nur wieder die Miss. Was hast du vor mit Harry? Also, das ist mein Plan. Ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mit Harry im Hauptquartier oder so. Sagen, was zum Teufel los ist. Dazu muss ich ihn natürlich erst finden. Ja, ja. Teil kann ich helfen. Ja, er ist dort und dort. Hahaha. Ha, ha. Jetzt fahren wir wieder mit was für ein Auto? Mit normalem Straßenfahrzeug? Wieso kann ich da nicht den G-Performance-Dingsbums nehmen? Wahrscheinlich ist das hier nach einer Art. Gefunden und entfernt. Zum Glück habe ich mitgehört, als er die Frau anrief. Er trifft sich mit ihr. Du würdest einen echt guten FBI-Beamten abgeben. Sie ist eine. Ich wette, das sagst du allen FBI-Betreuern. Achso, Betreuer. Fahr zu Harry. Bist ein Arschloch. Wow. Boah, du ziehst darüber. Ich bin überhaupt nicht rübergezogen. Du hast mich voll hinten gerammt. Hä? Du bist mir voll in Arsch reingefahren. Mich jetzt auf einmal voll dreht. Ja, du bist nach links die Nein, Spur ich bin gewechselt und ich war auf der Spur. Ich habe überhaupt nicht Spur gewechselt. Ich wollte nur schnell zum Checkpoint fahren. Und du warst, und es ist bei mir gestanden, 7 Meter hinter mir. Halt, habe ich mir gedacht, das ist mehr als eine Autolänge. Halt. Muss ich leider. Ja, eigentlich auch schon. Aber ich glaube, das Spiel hat am Anfang wieso ein bisschen Synchronisationsprobleme. Weil du auch bei mir erst so halb in mich drin warst. Nein, man spawnt auf der gleichen Punkt, auf dem gleichen Punkt, ja. Also sonst wäre es ja unfair bei solchen Rennen. Ja, nebeneinander wäre eigentlich auch in Ordnung. Ja, aber das können sie halt nicht machen, weil sie nur einen Spawnpunkt gemacht haben. Weil sonst müssten es 4 Spawnpunkte. Boah, wo. Bist du da auch falsch gefahren? Ne, ich bin ja, auch auf der Strecke. Ja, bei mir sagt er mitten durch den Park ja, das, durch. Das sehr ist idiotisch. Bisschen. Jetzt fahre ich da auch mitten durch. Dann komme ich eh hin. Boah, richtig aber, scheiße hier. Ja, wir sind komplett verkehrt. Ich hoffe, dass ich den Checkpoint noch kriege. Hab ihn noch. Glaube ich nicht. Was? Na, du brauchst ihn ja nicht. Hey, ja, toll, jetzt sehe ich den Weg zum nächsten nicht. Ja, das ist das, was ich die ganze Zeit letztens schon gehabt habe. Vielleicht schaffe ich es, aber es ist immer so ganz knapp, schon auf eine Sekunde hin. Und da ist viel Verkehr auf der Scheißkreuzung. Ah, 2 Sekunden über. Das ist, wenn man zu weit weg ist von dem Checkpoint, wo wenn ihm der andere wegnimmt, dann sieht man den nächsten Checkpoint immer. Das ist so beschissen. Ja. Macht das Rennen eigentlich von hinten sehr schwer? Ja, gar nicht mehr. Du kannst im Endeffekt ja. Nur ungefähr in die Richtung fahren, wo der andere sich befindet. Wenn du Glück hast, findest du hier eine Abkürzung in der Autobahn oder so. So, ich bin durch. Aber ist nicht besonders gewesen. Wieso zählt der noch immer runter? Also ich bin noch ans Ziel gekommen. Ich war auch im Ziel. Jetzt haben wir ja Harry gefunden. Du bist 21. Wir steigen jetzt jede Mission ein Level, oder? Ja. Hast du Silber oder was? Na, oder? Einmal ausstatten, 9 Bronze. Ja, ich habe auch 4 habe ich gekriegt dazu. Und ich habe nicht einmal Level abgemacht. Also ich war schon ein Level vor dir. Komisch. Strange. Ja, du machst halt mehr zwischendurch. Alex, was zum Teufel machst du hier? Ich weiß von den Autos, die du den 5-10s geklaut hast. Der ist eigentlich urschlecht animiert. Ich weiß auch von der Braut, der du die Kunde gegeben hast. So schlecht animiert. Ich weiß nur nicht warum. Diese Frau, sie heißt Connie.
Sie war Daytons Freundin, bevor er starb. Sie hat einen 5-jährigen Jungen, Ben. Daytons Sohn, dein Neffe. Die schauen überhaupt du scheiße Karl, aus. Warum hast du das Figuren, verheimlicht? Wollte ich nicht, aber ich musste es ihr versprechen. Das war heutzutage schon wieder drinnen. Mit Dayton hatte sie Angst. Du hättest es sagen müssen. Es kommt ja auch dieses Jahr ein neues Lied für Speed. Tut mir leid. Für den PC. Okay. Also, was war los? Muss ich Harry an den Stuhl fesseln? Das würde ihm gefallen, aber mach dir keine Sorgen. Das würde ihm gefallen. Er hilft nur einem Freund der Familie. Privatsache. Gefährdet nicht den Einsatz. Hoffentlich hast du recht. Was ist mit Eric? Wir sind nah dran. Noch ein paar Siege und er ist mit den 5-10 Oberen im Rhein. Dann habe ich mein Tattoo. Wir haben unser Tattoo ja schon. Dachte ich auch. Ich verstehe die Story nicht mehr manchmal. Entweder lügt er sie alle an, halt dass er sozusagen jeden anlügt. Jetzt kommt noch der Eric sein kurzes. Uns fehlen gut 20 Scheine. Relax, Mann, die verdienen wir. Jo, passt. Dann würde ich sagen, gehen wir die im nächsten Part verdienen, oder? Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.